mir geht's gut. Wieder manipuliert hat. Boom, zack, Diggi. Ja, dann such dir eine neue. Ja, kommen Sie jetzt zu mir. Die Mitarbeiter, die kommen zu ihm. Wer hat die dicksten Eier? Mimi, er kann nicht ohne. Du musst sie so nehmen, wie sie ist. Kooperation mit so einem ungarischen plastischen Chirurgen, Hannes will. Und ich komplett assi bin? Nicht komplett. Sei mal nicht so aggro. Schnauze. Fast ihren Arm gebrochen, hast du gesehen? Sei nicht so frech, hast du keinen Respekt? Ausrasten und rumschreien für die Klicks. Schon, ja, Leute, diese Folge wird zwar nicht ganz so schlimm wie die letzte Folge, trotzdem wird das Bumsformat seinem Namen gerecht und es wird wieder gestritten und herumgestritten wegen nichts. Servus Leute, und herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von AYTO. Ja, wie schon gesagt, diese Folge wird nicht ganz so arg wie die letzte Folge, aber trotzdem wird wieder ordentlich Liebe gemacht und die Christina wird wieder wegen dem Nichts ausrasten. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dieser trotzdem sehr schrecklichen Folge für unsere Nerven. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Feuchtathletik, Prostata, Saufen, rhythmische Bettgymnastik, rumvögeln, weil notgeil. Wer hat die dicksten Eier? Marcel. Ich. Die dicksten Eier hat Mimi, obwohl ich schätze, dass Mimi nicht mal ein Männchen ist, aber trotzdem, Mimi ist die geilste. Und Sumo-Swing. Boah, ich find's grad ultra heiß, sorry, aber... Das knistert einfach, Schnauze. Es knistert im Dating-Format und Christina, Schnauze. Im Dating-Format darf nicht knistern, dann Schnauze. Das ist so krank. Oh ja. Das bringt uns rein gar nichts. Wir kommen einfach nicht weiter. Wir haben bis jetzt noch kein Perfect Match. Das passiert, wenn man wie gewohnt nicht an die Zukunft denkt, sondern nur an heute denkt und einfach alles raushaut, was man gerade hat. Hörst du das nicht? Diese Lava. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, ohne Scheiß. Okay, dann quatschen wir absolut gar nicht mehr. Natürlich fährt er bei Leonie und Laura immer noch die Doppelgeilheitsschiene, aber ob er das Versprechen einhalten wird, dass er mit der Leonie nicht mehr sprechen wird. Oh, noch ein bisschen auf Leonie stehe. Dass ich die sexuell attraktiv finde. Wieso? Weil ihr Hintern größer als Lauras ist. Schätze ich mal, ne? Über was möchtest du denn gerne mit mir reden, Laura? Dass ich mir das nicht mehr gefallen lasse, dass du die ganze Zeit mit allen flirtest. Ob sie bei ihrem Standpunkt bleibt oder ob er sie in 5 Minuten wieder manipuliert hat? Ich frage dich, so brauchst du es, immer mit anderen Frauen zu flirten? Nein, flirten ist doch egal. Hauptsache ein bisschen Knetmasse zwischen den Händen. Da braucht man den Kopf nicht zu reden. Nee, brauch ich nicht. Nein, eigentlich brauch ich nur dich. Aber ja, richtig. Dann, aber ja, warum machst du es dann die ganze Zeit? Ja, dann fokussier dich auch nur auf mich, mein Schatz. Fokussierst du dich nur auf mich, mein Schatz? Ja, tue ich. Boom, zack, Diggi, ich hab sie manipuliert. Ich werfe einfach vor, dass sie sich auf mich konzentrieren soll. Dann ist sie die Schuldige. Hau, ich gut. Dann kommst du jetzt zu mir oder willst du jetzt hier weiter quatschen? Natürlich, er ist das Alpha-Tier, er bewegt sich nichts. Die Mitarbeiter, die kommen zu ihm, aber er? Ich will das nie wieder haben. Ich will diese Situation nicht mehr. Er nimmt sie nicht ernst. Klick. Dann gib mir einen Kuss. Du flirtest nicht mehr mit anderen. Und wenn du es machst. Wenn du es machst. Das ist halt das Traurige. Er weiß, dass sie nichts machen wird. Deswegen ist er auch so. Was denn, mein Schatz? Weil er einfach weiß, dass er jeden Scheiß machen kann und sie nichts dagegen machen wird. Ja, dann such dir eine neue. Ja? Du bist so süß. Nein. Das schaut mich auch mies an. Ja, und ihn macht es halt auch geil, wenn er Frauen verarscht. Und deswegen macht er sein Leben lang. Und dann. Ja. Also Laura ist zwar immer die Nummer 1, aber... Wenn die Kontaktlinsen den Po fixieren, dann gibt's kein Los mehr. Das ist wie ein Widerhaken. Einmal festgehakt, immer fest. Kriegen wir das hin? Mhm. Gut. Sicher nicht. Und dann tendiere ich manchmal zu Leonie, aber ich denke mir dann manchmal auch... Du musst sie so nehmen, wie sie ist. Naja, aber so als Poops-Insta-Influencer kriegt man sicher eine Kooperation mit so einem ungarischen plastischen Chirurgen, der macht dann alles aus einer... Person, was man will. Sabrina und du? Ja. Das ist doch verrückt, Alter. Wir sind doch zwei komplett unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Menschen, aber sie könnten auch Zwillinge sein, so wie alle anderen Dating-Teilnehmerinnen. Die schauen alle meistens gleich aus. Brauchst du eine Kuscheleinheit? Wieso willst du kuscheln? Ja. So ein kleiner Hannes will. Eigentlich bin ich voll das Arschloch und so. Ich bin voller Player und so. Wahrscheinlich sagt er eh die Wahrheit. Mimi, mach lieber die Augen zu. Jetzt wird das Format seinem Namen gerecht. Ja, mir geht's gut. Hat da jemand zu tief gebohrt oder wieso klingt sie so? Ein Gentleman schweigt und genießt. Schaut sie glücklich aus? Und wie will man sowas genießen, wenn, ich weiß nicht, 3, 4, 5 andere Personen mit im Raum liegen?
Das ist ja mega anstrengend, so ruhig zu bleiben. Zwischen mir und Jermaine ist auf jeden Fall eine körperliche Anziehung und ich merke von Tag zu Tag. Entweder sie klingt so, weil sie gestern so viel rumgeschrien hat oder weil sie halt ständig frische Luft holt. Jetzt bin ich aktiv. Also ja, heute bin ich absolut fit und motiviert für die Challenge. Ich muss endlich mal gewinnen. Also es war beim ersten Mal, bei der ersten Challenge schon so knapp. Anstatt eine Gruppenstrategie zu erstellen, will jede Person einfach aufs Date, damit die Person raus aus dem Haus ist und natürlich ergibt es keinen Sinn. Herzlich willkommen bei den Bro-Olympics. Wer hat die dicksten Eier, beziehungsweise wer von euch sind die Oberbros? Weder das erste noch sind Bros vorhanden. Was jetzt? Der erste Wettkampf heißt Feuchtathletik. Und damit es auch wirklich feucht wird, schnallen wir euch die Mädels auf den Bauch. Ja, neben dem Effekt, dass die Frauen, ist es natürlich super, denn dann werden die Frauenpos natürlich auch wieder in die Kameras gehalten. Alle aufgesattelt? 3. Gewichte stemmst, los und mehr, 4, los richtig mehr. Runter. Richtig runter und richtig auseinander. Boah, Alter, das ist so. Oh, RTL. Ach nee, gib mir. Da sind die nächsten raus. Und der nächste ist raus. Ihr Maschinen! Aber ist doch eh klar, dass die Paare mit den trainierten Frauen, die zwischen, weiß nicht, 60 und 80 Kilo wegen, früher schlapp machen als die mit den 40 Kilo Frauen. Man kann auch sagen, wer schafft die meisten Liegestütze? Ich hab Kraft, ich hab Power. Und das werde ich dann. Oje, hat da jemand die Augenfarbe von Marcel geleakt? Marcel, Arsch runter! Jermaine auch raus! Damit haben wir unsere 4 Gewinner, dankeschön! Die Regel war eigentlich, wer cheatet, fliegt raus, aber Marcel, der bringt Klicks, der darf ein bisschen cheaten, dann ist es okay. Marcel und Dominik, herzlichen Glückwunsch! Ich nenne ganz klar die Laura. Laura. Würde das Date im Boom Boom Zimmer stattfinden, dann hätte er sicher Leonie gewählt. Zeit mit ihr ein bisschen Zweisamkeit haben. Und Dominik? Er kann nicht ohne. Ich entscheide mich heute für die Vanessa. Ah, okay. Die Dates sind wie immer komplett langweilig. Ob die Matchbox-Entscheidung verkauft wird oder nicht, das werden wir sehen. Und wenn sie verkauft wird, dann eskaliere ich. Kann ich verstehen, denn manche wollen die Matchbox-Entscheidung verkaufen, aber wenn sie am Ende gar keine Matches haben, dann bringt das Geld auf dem Konto nichts, weil sie nichts gewinnen. Baby, wir zweifeln jetzt nicht mehr, okay? Wir sind's einfach. Aber ich weiß es trotzdem. Ich weiß es einfach. Das hört Marcel gerne, denn das bestätigt ihm, dass die Laura, egal was er tut, immer wieder zurückkommen wird. Wer soll denn sonst zu dir passen? Wer soll denn sonst zu mir passen? Gibt's doch niemanden. Boah, da gibt's echt niemanden in dieser Show. Die 9 anderen Singles, die sind ja nur so Schauspieler oder so. Du kannst auch einmal kurz sagen, Entschuldigung, ich möchte dahin und nicht einfach bumm. Schön, ich hab dich schon mal richtig berührt. Wann bist du so? Christine will sich gleich wieder ihre jetzt schon angeschlagene Kehle aus dem Hals schreien, weil sie angeblich hier ein bisschen berührt wurde. Ups. Oh, Agro, ich hab dich nicht mal berührt, ich hab nur so geguckt. Du hast so gemacht. Nein, ich war hier dran. Boah, Diggi, er hat fast ihren Arm gebrochen, hast du gesehen? Ah, Krankenhaus, boah, das ist zu hart. Sei mal nicht so aggro, ich bin kein Marcel oder so, das ist nicht so doof. Nee, sowas kann ich gar nicht ab. Ja, echt, voll die harte Sache, echt arg. Ey, der hat wirklich so krank gemacht. Oh, nee. Und ich guck so. Wirklich, Christina, das ist unmöglich, was er gemacht hat. Da hätte man mir das ja nochmal sagen können, da hätte ich mich natürlich auch sofort entschuldigt. Als hätte ich dich jetzt vom Stuhl geschubst. Schnauze. Ja, bei ihr gibt's halt keinen Normal. Entweder sie ignoriert dich oder sie schreit dich so lange an, bis ein SWAT-Team vor der Tür steht. Sei nicht so frech, hast du keinen Respekt? Was für Schnauze? Ich weiß nicht mehr. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Naja, Jermaine, du hast dich selber für sie entschieden. Du kannst immer noch weggehen, ganz unauffällig. Man kann es doch normal sagen, ey, kannst du mal aufpassen, so mäßig, aber nicht. Das ist für mich, das geht mir auf den Sack, ja. Wie gesagt, am einfachsten wäre es einfach, jemand anderes kennenzulernen, bevor sie mit dir macht, ne? Musst du immer auf 180 gehen? Sie ist ständig auf 190, das ist, 180 ist normal. Sie hat wieder direkt einen Anfall bekommen, das ist in meinen Augen einfach nur falsch, so respektlos. Also, wenn man direkt so ausrastet, ist es einfach respektlos. Kein Bock auf sowas. Wir erinnern uns, sie will oder sie macht es schon, erzieht Kinder von der Straße, die so auf Gangster-Rapper tun, und sie erzieht diese Leute. Die rastet schon wieder aus, ey. Was? Marvin. Marvin wollte unten so irgendwas holen. Er so unter ihr rein ist, Alter. So eine Ghetto-Fische, Alter. Wie mir einige von euch geschrieben haben, ist Christine eigentlich die Premium-Kandidatin fürs Sommerhaus der Stars. Ausrasten und rumschreien für die Klicks kann sie. Sie kann sich meiner Meinung nach durch nichts herausheben, außer durch auszurasten, Leute anzuschreien. Perfekt zusammengefasst, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich sag, ehrlich, sie ist doch asozial. So. Punkt. Ich bin auf jeden Fall ein romantischer Typ, nur
Ich mache das auch nur für eine Frau, die mich auch wirklich interessiert. Ja, na, eine, vielleicht zwei, aber vielleicht auch so viele, die ihn gerade interessieren, aber okay. Ich meine, eigentlich, die meisten wissen, dass wir ein Perfect Match sind. Ja. Nein, die meisten wissen, dass er Leonie und Laura eigentlich haben will und keiner weiß, zu wem er eigentlich passt. Ich habe den Marcel gar nicht so eingeschätzt. Also ich dachte eher so, okay, so macho, so, ich bin so cool. Sie lässt sich jetzt von einem Date, in dem er normal mit ihr redet, so hart blenden, weil er einfach einmal normal ist. Aber nein, Laura, nein. Deswegen will ich auch rausgehen, dass wir unsere Zweisamkeit noch ganz anders genießen können. Und dann gibst du mir das volle Programm, oder was? Ja. Wir wissen alle, dass er damit sagen will, dass er sie flachlegen möchte, aber sie glaubt's halt auch noch. Der Marcel, der will natürlich gerne, ne? Das ist natürlich auch ein Kompliment für mich. Das heißt ja, der findet mich sehr, sehr attraktiv. Nein, Laura, die Leonie findet er eigentlich sexuell anziehender. Aber ich meine, jetzt, wo sie nicht mehr mit ihm reden will, mit dem Marcel, dann muss er halt dich nehmen, ne? Das, was bleibt, das nimmt man. Der erste Spritzer des Abends. Gib dir Mühe. Gut, dass die Kameras noch da waren und der Bikini noch angezogen war. Schönstes Date mit dem schönsten Mann. Hauptsache Knetmasse in der Hand, das ist immer gut. Entschuldige ich mal bei Dings, ja. Bei wem? Marvin. Natürlich nicht, das ist doch nicht zu erwarten. Pff, nein. Ich weiß, dass ich herumschreie, euch auf die Nerven gehe. Danke für die Erleuchtung. Aber ich hoffe, man sieht, dass ich eigentlich das Herz an der richtigen Fleck habe. Der beste Witz seit Jahren, hey. Oh. Und ich komplett assi bin? Nicht komplett, nur so fast komplett. Wenn man ein Gucci-Model bei Wish bestellt und es nach 2 Monaten kaputt ankommt, wow. Ach so, sag, wenn andere Männer kennen, dann wird es dann nicht lernen, auch andere Frauen. Nein. Das ist kein das Problem. Machst du ja sowieso die ganze Zeit, ja. Ja, ja, so war das ja. Wenn er aus der eigenen Scheiße nicht mehr raus kann, dann lacht er einfach nur ganz komisch. Ja, ja, so war das. Ja, ja, so war das. Und überspielt die Situation, weil er ist ja nie schuld. Aber wenn es ein Perfect Match ist, werde ich dir heute ein Kind verpassen. Kind verpassen, Frau stehen lassen, Kindergeld einsacken. Für mehr Finanztipps folgt sie mir auf Instagram. Okay, Christine, was machen wir? Nicht verkaufen. Die erste sympathische Aussage von ihr. Und nächste Folge, Folge 8, morgen um 11 Uhr auf meinem Kanal. Wie viele Spots gehen heute an? Wir kommen irgendwie nicht weiter, wir sind uns bei keinem Paar wirklich sicher. Wenn ihr die Matching Box und die Matching Night nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Logisch. Schaut hier oben sehr gerne in die neueste Folge von Bachelor rein, ist auch sehr gut geworden. Hier unten verlinke ich euch noch die ganze Staffel von AYTO. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und dann sehen wir uns morgen. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ich hoffe einfach, dass die Kandidaten nicht gewinnen. Ich hoffe es einfach.